Seid mal jetzt alle ruhig. Hey! Wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Ja, ja, ja. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Rapper Mittwoch. Wir sind wieder in der Mutterstadt. Wo seid ihr, meine Lieben, Alter? Ben Salomo in seinem früheren Wohnzimmer, auf seiner Bühne. Rapper Mittwoch, die Battle-Rap-Reihe hat er gegründet, gelebt und beerdigt. Doch, wenn ihr nix mit Hip-Hop, da vorne auch, Rapper Mittwoch. Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, das hat mit Hip-Hop gar nichts zu tun, sagt der bekennende Jude. Und du weißt doch, die Juden, der macht das doch nur fürs Geld, Mann. Das ist überhaupt gar nicht für die Kultur. Und all diese Sachen wurden halt dann auch zum Ausdruck gebracht. Mit den Jahren immer mehr, immer mehr. Ich wurde zu einer Projektionsfläche von diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da so draußen kursieren. Ey, gib mal ein bisschen Respekt für diese beiden MCs. Nach zu vielen antisemitischen Verleumdungen hat er der Rap-Szene den Rücken gekehrt, jetzt ein Buch geschrieben und einiges loszuwerden. Seid mal jetzt alle ruhig! Ich halte der Szene den Spiegel vor und möchte die Szene nicht so gerne reinschauen. Weißt du so? Und das ist halt auch ein Fass, was da mitunter aufgemacht werden muss, wo es bei uns auch ein bisschen so einen Ansatz jetzt hier gab. Sie sagen mir, gewöhnlich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir, dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen, wir gewöhnen dich dran, doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Tolle. Was haben wir da gehört als Einlaufsong? War das deine eigene Musik? Ja, es war mein eigener Song, den habe ich jetzt vor, glaube ich, einem Monat oder so veröffentlicht auf meinem eigenen kleinen YouTube-Channel. Der heißt Sie sagen mir. Ja, der ist jetzt vor kurzem rausgekommen auf jeden Fall. Und was sagen dir die Leute so? Die Leute sagen mir, ich soll mich an die Extremismen in diesem Land gewöhnen. Und ich dachte mir, nee, ey, da kann ich mich echt nicht dran gewöhnen. Da musste ich einfach einen Song dafür machen, dagegen machen, sozusagen. Also ja, so Extremismus, ist das jetzt so ein Song gegen rechts oder ist es noch ein bisschen mehr? Nee, also ich betrachte ja Extremismus viel weit gefächerter. Es gibt natürlich den Rechtsextremismus, aber es gibt halt auch den Linksextremismus. Es gibt halt auch den islamistischen Extremismus und das sind so alle Teile dieses Extremismuses, die mich in meinem Leben leider oft erreicht haben. Insbesondere der islamistische oder muslimisch geprägte Antisemitismus, die haben mich sehr oft erreicht in meinem Leben. Du bist auch bei Rapper Mittwoch, hast du dich vor einiger Zeit schon zurückgezogen, jetzt bist du hier mit deinem Buch. Also ich habe die Show beendet, das ist auch so ein Missverständnis, dass die Leute glauben, irgendwie, ich hätte mich zurückgezogen. Es war meine Show. Mein Konzept, meine Idee und ich habe die halt einfach auch beendet. Also dein Buch zu schreiben etwa und auch dein letztes Album ist jetzt die Flucht nach vorne, um diese Thematik den Leuten näher zu bringen also, oder wie gehst du jetzt damit um? Ja, ich habe das aus einem Impuls geschrieben, weil ich halt emotional gefühlt habe, dass in den ganzen Interviews, die ich gegeben habe und so weiter, voll vieles halt immer verkürzt dargestellt wird, ja. Ja, die Form eines Buchs bietet sich erstmal an, so Gedanken wirklich mal auszuwälzen. Genau, und die Rap-Szene halt auch jahrelang durch missverstandene Slogans, wie ist doch nur Rap? Ist doch nur Rap, wird mir immer wieder vorgeworfen in den Kommentaren, bla, ist doch nur Rap. Ich sag's, ey, erstmal, der Slogan ist doch nur Rap entstand nur daraus, dass ihr euch wegen Rap nicht auf die Fresse hauen sollt. Das ist der Slogan, ist doch nur Rap. Ist doch und nur Rap. Du bist ja nicht rausgegangen wegen antisemitischer Lines und Rap, sondern wegen dem... Genau. Antisemitische Lines im Rap, da habe ich doch zig von absorbiert. Ja? Es kommt auch auf die Qualität an. Ben Salomo hat nicht nur moderiert, nein, er hat auch gebattelt. Er kann also einstecken und auch kontern. Da ist dein Mann leise Scheiß drauf. Jetzt ist Schiss im Schacht. Mein Opa bei der SS, der hat über Juden keine Witze gemacht. Sag mal leise, Dicker, hör gut zu, wie ich dich auspump. Ich bin der Jude, der aus dem Ofen wieder rauskommt. Yeah! Es geht hier also nicht um Lines oder Rap, es geht hier um viel grundlegendere Dinge. Um jüdisches Leben im Deutschrap und in Deutschland. Du hast dein Buch nicht umsonst mitgebracht. Ich muss persönlich sagen, mit jüdischem Leben, mit Judentum und so weiter, habe ich ganz wenig Schnittstellen und ganz wenig Erfahrung nur gemacht. Ich war im jüdischen Viertel in Wien unterwegs, habe mir KZs angeguckt, war auch in Israel. Mit toten Juden haben die Leute mehr Berührung als mit lebenden Juden. Ja, wollte ich aber sagen, ich war aber auch in Israel und habe auch mit einem lebenden Juden ein paar Tage in Tel Aviv verbracht und so weiter, der mir übrigens die asozialsten Holocaust-Witze erzählt hat. Die asozialsten Holocaust-Witze kenne ich alle aus Israel. Echt? Ja. Aber Spaß beiseite, jetzt mal ernst. Du hast ein paar Kapitel mitgebracht und liest doch einfach mal vor und dann kommen wir weiter ins Gespräch. Da wird deutlich, dass auch wenn ich gar nichts tue, gar nichts mache, kommen diese Dinge einfach auf mich zu, ohne dass ich irgendwas dazu beitrage.
Kurz nach meinem Wechsel auf die neue Schule lud mich ein Mädchen von meiner alten Schule, die mich sehr mochte, zu ihrer Geburtstagsparty ein. Ich ging hin und traf dort einige meiner Mitschüler vom Memzel-Gymnasium, mit denen ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wir chillten gerade in der Küche, da standen auch drei türkische Jungs, die waren nicht vom Memzel-Gymnasium. Einer rief mir zu, ey, komm mal kurz. Ich ging hin. Er fragte mich ohne irgendeine Einleitung, kennst du die jüdische Nationalhymne? Ich antwortete, es gibt keine jüdische Nationalhymne, es gibt nur eine israelische, was der Tatsache entspricht. Daraufhin holte er ein Feuerzeug hervor, drückte aufs Gas, ohne dass eine Flamme emporspross, hielt es mir unter die Nase und sagte, das ist die jüdische Nationalhymne. Die drei lachten sich kaputt. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich verabschiedete mich schnell bei der Gastgeberin, verließ die Party und ging zu Fuß nach Hause. Ich war vollkommen leer und frustriert und weinte. Ganz abgesehen von dem, was diese türkischen Jungs gesagt und getan hatten, ging mir an diesem Abend etwas auf. Solche Erlebnisse können mich zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und bei jeder Gelegenheit treffen. Überall, wo ich hingehe, muss ich damit rechnen, dass mir irgendjemand antijüdische oder anti-israelische Sprüche entgegenschleudert. Ich habe übrigens weder am Tag danach noch später mit irgendjemandem über diesen Vorfall geredet. Hat das für irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex gesorgt oder für das Gefühl, boah, ich bin irgendwie schlecht oder so, dass man diese Außensicht irgendwie auch bei verinnerlicht? Bei mir nicht, aber ich kenne auf jeden Fall jüdische Leute so, bei denen das auf jeden Fall einen Minderwertigkeitskomplex gebracht hat. Bei mir nicht, bei mir hat das eher dazu animiert, irgendwie wehrhafter zu sein. Und wenn ich zum Beispiel dann, manchmal gibt es ja auch die Situation, da werde ich jetzt nicht angegriffen oder so, aber dann wurde ich so als Außenminister Israels angesprochen. So, was macht ihr da und bla. Und ja, da werden halt irgendwelche Slogans runtergehauen, die so verkürzt sind, dass sie auf einen Sticker passen. Weißt du? Und dann musste ich wissen, so, okay, worüber redet der da eigentlich? Da musste ich mich halt auch mit Wissen aufmunitionieren, weil ich wollte halt in so einer Situation nicht klein beigeben und sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe damit nichts zu tun, sorry, oder so irgendwas, weiß ich. Jetzt schon in der ersten Hofpause kamen dann ein paar Jugendliche so aus der Klasse zu mir an und haben mich gefragt, ob ich Jude bin. Und dann habe ich geantwortet, noch schlimmer, ich bin Israeli. Weil Israeli ist halt Wehrhaftigkeit und Jude ist so dieses Opfer, die Opfermentalität, die sich halt von der Rampe direkt in die Gaskammer stecken lassen, weißt du? So, und die Israelis sind die sich... Von dem verknüpften Bild meinst du ja, oder? Genau. Und die Israelis sind halt die von super vielen arabischen Armeen angegriffen werden und trotzdem noch nicht ausgerottet sind, so, weißt du? Die Herangehensweise für dich persönlich und deinen Umgang in deinem persönlichen Leben als einzelner Mensch sich ja ziemlich ähnelt mit dem, mit der Aufrüstung Israels und so weiter, die Position der Stärke, dass man auf jeden Fall wehrhaft ist, immer eine große stehende Armee hat. Weißt du, wie ich meine? Wehrhaft sein, das, was du gerade gesagt hast. Wehrhaft sein ist aber halt auch, ist halt immer dem Kontext geschuldet. Weißt du, ich meine, ein Land wie Belgien muss das jetzt nicht. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Du gehst in die Schule und erlebst sehr viele Anfeindungen und Angriffe. Genau, und Israel ist dieser selben Situation ausgesetzt, nur halt auf nationaler Ebene. Und das ist halt das Ding, diese Wehrhaftigkeit ist dem Kontext und der Geschichte geschuldet. Ja. Und das ist jetzt auf staatlicher Ebene eine Konsequenz, die gezogen werden musste, insbesondere mit dem Kontext auch des Holocaust, dass Juden ohne Staat eben keinen einzigen Freund auf diesem Planeten hatten, der sie beschützt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Für die Prinzipien meiner hohen Ziele. Wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen. Musik ist meine große Liebe. Ohne sie wäre ich in Krisenzeiten tief gefallen und wird am Boden liegen. Sie taufte mich den Sohn des Friedens. Dafür bleib ich ihr treu zu Diensten, auch wenn ich keinen Euro verdiene. Jetzt kommen wir wieder in die Rap-Szene rein. Ben Salomo über den 1. Mai im Jahre? 2006 und die Begegnung oder das Erlebnis mit Deso Dog. Praktisch die erste Situation, wo ich der Rap-Szene in den Rücken gekehrt habe. Okay. Das ist ja jetzt das zweite Mal. Er war berüchtigt, eine schwer kriminelle Karriere hinter sich zu haben und galt als Schläger. Noch bevor er auch nur einen Reim ins Mikrofon gekickt hatte, stellte er sich vor das Publikum, zog eine Fahne der Hisbollah aus seinem Rucksack und schwenkte sie durch die Luft. Vor der Bühne standen etwa 2000 Leute und als sie diese Fahne erblickten, grölten sie fanatisch. Da wurde mehr Lärm gemacht für diese Fahne als für alle Rapper an diesem Tag vor oder nach ihm.
Ich war schockiert. Nicht nur empfand ich es als beschämend, dass so ein Islamist direkt nach mir auftrat. Schlimmer war, dass die Leute ihn so extrem dafür feierten, dass er die Hisbollah-Fahne schwenkte. Die Hisbollah ist eine islamistische Terrororganisation, die für den Tod von zahllosen Menschen verantwortlich ist. Und was taten die Leute? Anstatt Desodog von der Bühne zu buhen, jubelten sie ihm zu. Ich dachte, was geht denn hier ab? Das kann doch nicht wahr sein. Alle diese Leute, die von sich selbst behaupten, sie seien Hip-Hop, links und tolerant, sie applaudierten begeistert einem Rapper, der eine islamistische Terrororganisation feierte. Ich musste mir eingestehen, dass das leider die Hip-Hop-Szene war und dass ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Ich musste mir eingestehen, dass das einfach nicht mehr die Hip-Hop-Kultur war, die ich so geliebt hatte, für die ich so viel Zeit und Arbeit investiert hatte. Die Legende Desodog. Meinst du, er ist wirklich tot? Keine Ahnung. Schon 5, 6 Mal gestorben, ne? Also du musst dir vorstellen, als ich mit Rapper Mittwoch angefangen habe, da war das ja erstmal wieder etwas total Kleines von der Pike an. So. Und als ich das dann erstmal eröffnet habe, vor allen Dingen war das halt mitunter mehr so mit Leuten aus der Pionierzeit, wo die halt noch sozialisiert wurden mit einem Hip-Hop vor dieser Veränderung. Mhm. Die hatten so die alten Werte noch, so sag ich mal, diese Oldschooler, wo es wirklich halt so wie bei den Breakern zuging. Mhm. Und da war halt alles cool so. Aber schon nach der 3. oder 4. Veranstaltung, wo es halt schon ein bisschen bekannter wurde, so Mund-zu-Mund-Propaganda in der Szene, kamen dann schon so die Ersten dann, die, als sie gesehen haben, dass meine Kassiererin an der Kasse, eine Bekannte von mir, ein David-Sternkältchen getragen hat, dass sie dann gesagt haben, dass sie angepöbelt wurde dann direkt an der Kasse. So. Und als dann die Türsteher eingeschritten sind, um die Sache zu klären, dann wurde direkt am nächsten Tag bei Facebook gegen meine Veranstaltung, gegen mich persönlich gehetzt. Judenveranstaltung, geht da nicht hin. Und es waren bekannte Leute aus der deutschen Rap-Szene. Wer denn? Dazu sollte man mein Buch lesen. Würdest du sagen, die Leute, die sich da so gemeldet haben, sind Antisemiten? Also wenn man sich so artikuliert und auf diese Art und Weise spricht, beantworte du mir die Frage. Wenn man sagt, ey, geh nicht zu wo sind wir hier nochmal? Geh nicht zu Einigkeit und Rap und Freiheit, weil das ist ein Judenformat. Was ist man dann? Ja, das ist auf jeden Fall eine antisemitische Verleumdung, ja. Ja, und worauf lässt das schließen? Antisemit ist für mich so ein heftiger Vorwurf, das ist für mich eigentlich gleichbedeutend mit Holocaust legitimieren. Also ein Antisemit ist für mich jemand, der sagt, ja, Juden gehören ins Gas und das war okay. Antisemitismus ist auch Holocaust-Leugnung und Behauptung, dass es das nicht gab. Oder so, Holocaust-Relativierung, zu behaupten, dass es irgendwie nur die Hälfte gab an Todesopfern. Oder es gibt auch die Leute, die dann sagen, die Juden haben selber diesen Holocaust irgendwie gemacht, um Israel dadurch sozusagen als Staat gründen zu können. Das ist alles Antisemitismus. Und das sind halt alles Theorien und Verschwörungen. Leute, wenn die sowas artikulieren, dann haben die auf jeden Fall einen tiefsitzenden Judenhass. Weißt du, wenn jemand sich rassistisch artikuliert, dann ist er auch ein Rassist. Vor allem, weißt du, was ich so behindert finde an dieser Sache ist, so nehmen wir mal an, man sagt ja, okay, es ist eine Judenveranstaltung. Ich bin Jude und ich veranstalte das. Aber das ist doch keine Judenveranstaltung. Nein, aber mal angenommen, man artikuliert das so und sagt, na und? Es geht doch hier um Rap. Hier kommen ja doch nicht nur Juden hin. Hier wird doch gerappt, hier wird gecyphert. Du kannst auch kommen, ist geil, alle haben Spaß. Ist es jetzt schlimm, dass ich ein Jude bin? Warum ist es für dich so wichtig, dass es eine Judenveranstaltung ist? Ja, da musst du halt aber einfach den ganzen Rattenschwanz betrachten, der damit dranhängt. Also wenn mal einer sagt, es ist eine Judenveranstaltung und der andere sagt, ja, ist doch aber geil, ist doch aber Rap. Ja, aber der beutet doch die Szene voll aus, Mann. Du weißt doch, die Juden, der macht das doch nur fürs Geld, Mann. Das ist überhaupt gar nicht für die Kultur. Und all diese Sachen wurden halt dann auch zum Ausdruck gebracht. Mit den Jahren immer mehr, immer mehr. Ich wurde zu einer Projektionsfläche von diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da so draußen kursieren. Die wurden dann auf mich übertragen, so, obwohl ich eigentlich das immer aus Liebe und aus Leidenschaft für diese Kultur gemacht habe. Und das sind so die Sachen. Diese Denkmuster, diese antisemitischen Verschwörungstheorien, dieser Sozialneid auf mich. Weißt du, so, warum sind die bei mir sozialneidisch? So, aber bei irgendwelchen Millionären, Alter, weißt du, was ich meine? Die Maseratis fahren und nur darüber rappen, dass sie Geld haben, nicht.
Weißt du, ich meine, sowieso da gegönnt und bei mir irgendwie voll missgönnt, obwohl es noch nicht mal etwas gibt, so, die missgönnen mir Brotkrümel, Alter. Für die Kohle hat Ben Salomo das alles nicht gemacht. Das glaube ich ihm nach unserem Treffen und wenn ich mir anschaue, wie er Rap am Mittwoch immer gelebt hat. Doch das Lachen auf der Bühne täuscht. Im Herbst 2017 gab es wieder ein Erlebnis, das die entscheidende Unze auf die Waage legte. Damals hatten wir ein Problem mit Fresh Polacke, den ich eigentlich sehr mochte. Er wollte mehr Geld, aber tatsächlich ließ zu der Zeit die Qualität seiner Auftritte ziemlich nach. Wir nahmen ihn mit zum Frauenfeld-Festival in der Schweiz und ich gab ihm 500 Euro dafür. Aber er hatte dort nur gefreestylt und überhaupt keinen Text vorbereitet. Das war einfach zu wenig. Meine Battle Scouts machten ihm klar, dass es so nicht weitergehen könnte. Kurz darauf postete er über Facebook irgendwelche Ansagen gegen mich und Rapper Mittwoch, die in die bekannte Ausbeuterkerbe schlugen. Damit machte er sich bei denen beliebt, die mich aus antisemitischen Gründen hassten, wie ich es in den Kommentaren auf Facebook lesen konnte. Das war für mich eines der letzten ausschlaggebenden Erlebnisse. Ich dachte mir, es lohnt sich nicht, dass ich mich für diese Szene so engagiere. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese ganzen antijüdischen Vorurteile und die Fantasienullen, die mir die Leute mit Blick auf mein Einkommen ständig andichteten. Ich erkannte, dass die laufende Rapper-Mittwochsaison meine letzte sein würde. Ich war wütend, ich war traurig, ich war wirklich enttäuscht. Meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt etwas über ein Jahr alt und begann ihre ersten Worte zu sprechen. Als sie mich reinkommen sah, lief sie strahlend auf mich zu. Aber. Das war so ein wunderschöner Moment und doch konnte ich ihn nicht genießen, weil diese schwarze Wolke namens Rap-Szene permanent über meinen Kopf hing. Da sagte ich zu mir, scheiß drauf. War das eine Impulsentscheidung? Ich würde sagen, ja. Eine Impulsentscheidung, die ich aber lange mit mir rumgeschleppt habe. Und ich bin auf die Bühne immer mit Top-Laune gegangen, anfangs, und irgendwann musste ich das voll spielen. Und ich habe das halt auch gemacht, weil die Leute, die da hingekommen sind, die haben ja auch trotzdem eine gute Show verdient. Weißt du, so, ich bin ja dann ein Profi, die Kamera geht an und ich gebe euch die Show, die ihr wollt, weißt du, was ich meine? Und, aber innerlich war ich bestimmt schon 3 Jahre vor meiner Entscheidung, das zu machen, immer leerer und immer unglücklicher, weil sich halt immer mehr solche Sachen im Hintergrund abgespielt haben. Weil die Gründe, die du beschreibst, warum du bei Rapper Mittwoch raus bist, siehst du nicht auf YouTube. Nein. Man sieht es doch trotzdem. Denn du hast ja Leute, die mit Ideologie in die Rap-Szene reingekommen sind und diese Ideologien ja trotzdem auch in den Rap umsetzen. Ist ja nicht so, dass du das gar nicht hast. Verstehst du, es gibt nun mal auch Leute in der Rap-Szene, die rappen diese Verschwörungstheorien nicht nur, weil das eine Provokation ist, sondern weil sie es wirklich glauben. Pyramidentalks, Illuminaten, New World Order. Was heute Deutschrap überflutet, spielte bei Ram doch nie eine Rolle. Es ging doch immer nur um Rap, oder? Vor und auf der Bühne. Rapper Mittwoch, kommt alle mit auf. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut, dann müsst ihr gehen. Karate Andy, Finch Asozial, Kapital. Ram war einigen Rappern der Karriereeinstieg. Und die auf der Bühne? War das nicht immer Familie? Dr. Tierstar! Hast du denn mal deinen Schmerz geteilt mit den Leuten? Also Gian, Tierstar und die, die da rumlaufen und sagen, ey Leute, ey, ich mach das hier gerne, das ist meine Kultur, aber hört mal. Ja, habe ich. Ich habe das artikuliert, aber ich habe leider festgestellt, dass ich die Solidarität, wie ich auch oft im Buch beschreibe, in der Vergangenheit, auch meiner Jugend, dass ich die Solidarität ähnlich in Grenzen hält. So. Ich habe ja nach Solidarität gerufen. War ja nicht da. Ist ja immer noch nicht da. Weißt du? Auch jetzt, über dieses ganze Thema, da reden keine Rap-Medien mit mir. Über mich ja, aber nicht mit mir. Weil das ist halt einfach ein Thema, da ich halte der Szene den Spiegel vor und möchte die Szene nicht so gerne reinschauen. Ihr seid ja unabhängig. Ja. So, weißt du, wenn ich euch jetzt scheiße finde und sage, ich komme nächstes Mal nicht, okay, ich habe jetzt auch keine Millionen Klicks, die ich euch generiere. So. Aber wäre ich jetzt ein Rapper und sage, ich finde euch scheiße, ihr habt mich hier voll mit nervigen Fragen penetriert, so, weißt du, so, das kann euch egal sein, so, weißt du, weil ihr macht euer Ding. Genau. So. Aber die anderen Hip-Hop-Portale sind größtenteils einfach nur Promoter und Hofberichterstatter und davon abhängig, dass diese Künstler eben zu denen kommen. Und wenn die da schlechte Laune haben und sagen, oh nee, jetzt hinterfragt er wieder meine Punchlines oder ist es jetzt irgendwie so, weißt du, so, dann macht es denen einfach keinen Spaß. Die wollen halt einfach auch nur Kohle machen. Die Rap-Szene insgesamt ist wie ein Puff. Das ist halt da sind alle irgendwie Opportunisten und es gibt Rapper, die haben mich kurz nach meinem Ausstieg angerufen, als es dann so richtig bekannt wurde, weil ich habe ja vorher das für mich selbst im Stillen getroffen. Ram-Rapper oder? Nee, richtig bekannte Rapper. Ich will jetzt auch keine Namen nennen.
außer dass die wirklich sehr lange im Game sind und dass die wirklich riesen, riesen Hallen füllen. Mhm. So, die mich angerufen haben und erstmal auch so ein bisschen kritisch waren und meinten so, ja, sind das, wie siehst du es, erzähl mir das mal. Und dann habe ich denen das so erzählt. Und dann haben sie gesagt, ja, weißt du, eigentlich, so wie du das schilderst, so habe ich das, so nehme ich das eigentlich auch immer wieder wahr, aber ich kann mich jetzt nicht öffentlich auf deine Seite stellen. War ich, wieso? Ja, weil wenn ich das machen würde, dann kriege ich einfach riesen Shitstorms von meiner eigenen Fanbase, oder ich habe halt auch Leute in meinem Security-Team, die sind halt mit Leuten down, die antisemitisch eingestellt sind, Israel hassen. Wenn ich mich da jetzt so hinstelle, dann kriege ich halt Probleme mit Leuten aus meinen eigenen Reihen. So. Das finde ich krass, vor allem, weil das öffentliche Bild ja auch ist. Also ich habe jetzt neulich erst, wurde mir irgendwie bei YouTube reingeschaffelt, Kollege bei MC Boogie, TV Straßensound, wo sie auch darüber reden, ja, weißt du, hier irgendwie sagt Boogie so auf der Straße, da machen wir doch gar nicht die Unterschiede, bist du jetzt schwarz, weiß, Mann, Frau, Dingsbums. Wo Kollege sehr offensiv vor sich her trägt, ja, wir sind die allertoleranteste Kultur und bei uns, wir kennen das doch alles gar nicht, da. Wenn du sowas dann hörst, wie empfindest du sowas? Das ist glatt gelogen. Das ist glatt gelogen. Was soll ich dazu sagen? Das stimmt nicht. Also in Bezug auf Juden stimmt das nicht. Am Ende des Tages ist ja Antisemitismus, Islamophobie oder Hass gegen Schwarze und so weiter, das ist ja alles dieselbe Qualität. Richtig. Es ist alles genau dasselbe. Es geht darum, dass ich einen Menschen habe und ich nehme mir ein Merkmal. Und wegen dieses einen Merkmals ist dieser Mensch für mich entmenschlicht und kein Mensch. Genau, es geht um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Jonathan bedeutet Gottes Gabe, spart euch die Kommentare. Ich bin der Totgesagte von der Chaosloge damals. Noch immer lass ich gestochen, scharfe Worte hageln, jedoch bei mir folgen nach all den Worten Taten, wie prophezeit im Buch der Offenbarung. Reimt ein Jude von der Straße, Jahrzehnte nach dem Holocaust in deutscher Sprache. Ganz gleich, wie viele Leute starben. Wenn Menschen Träume haben, können sie auf verbrannter Erde Bäume pflanzen. Ja, also auf jeden Fall kann man ja mal festhalten, du bist nicht wegen irgendwelcher antisemitischen Lines oder sowas gegangen, sondern du bist gegangen, weil im Hintergrund genau dir antisemitische Ressentiments immer und immer richtige und richtige Judenfeindlichkeit ist. Bist du so, Anne, stimmt auch, Ressentiments ist noch das Schwache. Richtige Judenfeindlichkeit ist mir hinter der Bühne entgegengekommen. Von unterschiedlichsten Leuten aus unterschiedlichen Camps. Und deswegen ist es für mich eine Befreiung, da nicht mehr drin zu sein. Gleichzeitig ist es, glaube ich, vielleicht, hoffe ich, eine Chance, weil die Rap-Szene ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Das, was wir in der Gesellschaft sehen, sehen wir in der Rap-Szene, sage ich mal, nochmal unter der Lupe. Und ich versuche halt mit meiner Erfahrung und auch mit diesem Buch und mit dem, was ich erlebt habe, auf der einen Seite das Verständnis für die Rap-Szene für die Mehrheitsgesellschaft oder die Rap-Szene kritisieren, dahingehend ein bisschen zu sensibilisieren, ne? Beziehungsweise halt auch das, was die da nicht verstehen, ja, versuche ich denen verständlich zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite will ich, dass die Rap-Szene auch bereit ist und hoffentlich daran arbeitet, das, was ich sage, ernst zu nehmen. Und selber wirklich mit Selbstreflexion anzufangen und da eventuell beide Seiten einander anzunähern. Und ich hoffe dazu, einfach einen Beitrag leisten zu können. Und das ist für mich einfach ein Befreiungsschlag, weißt du? Und mal gucken, wo schönes, mich hin schönes, führt. Schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst. Hat mich auch gefreut. Ich wette Stein und Bein, dass in der Kommentarspalte mindestens einer schreiben wird. Drecksjude. Wenn Ben Salomo, das löschen wir weg, das bleibt sowieso nicht stehen. Ben Salomo, wenn er in Deutschland alles so scheiße findet, warum geht er nicht nach Israel? Und dein letztes Wort in die Kamera zu diesem Kommentator. Mein lieber Freund, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Deutsch ist die Sprache, die ich am besten spreche. Israel ist zwar auch meine emotionale Heimat, aber auch Deutschland ist irgendwo ein bisschen auch meine Heimat. Und ich habe genauso das Recht wie du, hier frei zu leben und hier frei von Rassismus und von Antisemitismus zu leben und hier eine Familie und eine Zukunft aufzubauen. Und du hast viel eher die Verantwortung, wenn ich das Gefühl habe, dass es hier nicht mehr geht, nicht mir zu sagen, ich soll mich hier verpissen, sondern du musst eigentlich diese Gesellschaft versuchen, dahingehend zu verändern, dass ich hier mich wieder wohlfühlen kann. Weil wenn du das nicht machst, dann habe ich in Israel wenigstens einen Platz, wo ich hin kann. Wo gehst du hin, wenn hier dann am Ende wieder das dunkle Mittelalter ausbricht? Denk mal drüber nach. Liebe Freunde, das war's mit Ben Salomo. Kleiner Disclaimer, das Thema Israel-Palästina, die große politische Weltbühne, habe ich bewusst hier komplett ausgeklammert, denn es geht um
Hip-Hop, es geht um Deutschland, es geht um das Miteinander aller Religionen und so weiter in einer gemeinsamen Kultur. Lasst uns also versuchen, einander zu verstehen und anzunähern. Und in den Kommentaren bitte, bitte, bitte nicht in die gleichen Grabenkämpfe verfallen. Israel, Palästina und so weiter, das kennen wir alles aus anderen Videos. Bitte hier nicht. Bitte annähern und verstehen und cool diskutieren. Aber ich glaube, da macht er auch alle gut mit. Ansonsten haben wir hier das Video von letzter Woche mit Sick. Ich war Backstage bei Sick. Es geht viel um Drogenpolitik. Richter Andreas Müller war da, MC Boogie war da. Sehr cooles Video. Hier die Kollegen von Corner, auch ein sehr cooler Channel. Lasst da mal ein Like oder ein Abo da, genauso wie hier. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit meinem Lieblingsgast bisher.